So, ich glaube, jetzt wird die Venue aber gleich wieder laut. Da ist er. True. Und jetzt kommt, Khan. Ja, mein Khan. Yes, we can. Yes, we can. Damn, Alter. Ja, und jetzt Khan gegen Asta. Und wir haben ja Asta wirklich on stream jetzt, seit wir hier sitzen, haben wir Asta wirklich in seiner schlechtesten Form gesehen. Aber ich glaube, wir werden jetzt ein ultra sickes Fox-Dito sehen. Ich hoffe es, Ich bin mir sehr sicher. Ich meine, ich liebe Asta, Asta ist mein Boy. Ja, same. Low-key bin ich trotzdem für Khan, Mann. Wie kann man nicht für Khan sein? True, Mann. Wie kann man nicht für Khan sein? Guck dir den Mann an. Guck ihn dir an. Dieser Vorzeigejurist, Alter. Ja, Mann. Yes, we can. Das ist ein geiler Chant. Das ist der zweitgeilste deutsche Chant, den ich jemals gehört habe. Was ist der beste? Ice is nice, Mann. Ice is nice ist so cringe. Es ist so geil. Na, 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 na. Ice is nice. Ja, es ist schon cringe. Ich habe, kannst du dich erinnern an die Phase, als ich immer diese LED-Brille noch anhatte? Ja, selbstverständlich. Da haben wir uns kennengelernt. Auf R4, glaube ich. Auf R5. Fünf war es, okay. Ja, die Brille, die hatte ich ja dann eine lange Zeit noch an. Und die konnte ich ja so am Handy einstellen und programmieren, was da draufsteht. Und ich habe literally einmal Ice is nice, ich habe das Lied angemacht und habe die Frames quasi gezählt, damit ich das im richtigen Rhythmus habe. Let's go. Das ist echt sick. Damn. Das ist nie jemandem aufgefallen. So, Asta gegen Squiltendorf. Kurzer Handwarmer hier. Lass mich mal noch ein Stück von meinem Tiramisu essen. Okay, wir sind in den Handwarmers gefangen. Dankeschön. Danke. Okay, ich habe jetzt mir ein Bier bringen lassen. Wir kriegen jetzt aber noch ein zweites, weil Seifenober mir einfach straight up eins gegeben hat. Wenn du eins möchtest, wir werden noch ein zweites da haben. Du bist aber, bist du straight edge? Ich bin nicht straight edge, ich trinke nur keinen Alkohol. Okay, aber schön kiffen, oder? Nee, Mann, Zigarre rauche ich. Ah. Gelegentlich ein Zigarrenchen genießen. Das ist so ein Spino-Thing to say, auch, Alter. Oh mein Gott. Wieso, warum? Denk aber, dieser Schnuppetto schreibt Zigarrenraucher, Mann. Wir haben als Teenager habe ich viel Zigarren geraucht. Ich war auch so, immer wenn ich so Taschengeld gekriegt habe, wir haben auch so ein bisschen, wir haben ein bisschen so Geld nebenbei gemacht noch so. Und dann haben wir immer in so einem krassen Tabakladen, die auch so uns richtig beraten haben mit Zigarren. Und ich bin so 15, ich auch gemacht, 16, sondern ich so, ich würde so eine Romeo und Giulietta würde ich mal probieren. Ich habe mich so gefühlt wie Tony Montana einfach so. Mann. Das war so geil, Mann. Das erste Mal habe ich das auch gemacht. Dann bin ich so gekommen, ich habe mich mit ein paar Online-Homies getroffen in Holland. Das war, bevor ich Smash gezockt hatte, ich sehr viel GTA online gezockt. Da waren wir so ein Clan. So kann man so GTA nennen. Roleplay oder was? Nein, gar nicht. Okay. GTA 4 war das noch. Das war so oldschool. Das ist lange her. Und da habe ich mich getroffen mit zwei Homies, der eine Belgier, der andere Holländer. Und der Belgier hatte einfach so Zigarren mitgebracht. Mhm. Und dann so eine Kiste haben wir geraucht, war ultra chillig. Dann habe ich gedacht, ja, muss ich mal zu Hause gucken, ob ich mir mal sowas gönne. Bin auch in so einen Laden gegangen und habe mich beraten lassen. Ja, und seitdem so bei schönen Anlässen mal so ein Zigarrchen. Ja. Jetzt nicht so einmal die Woche, so 3-4 Mal im Jahr. Ja, ich hatte auch ewig keine, aber ich fand es damals immer so, also ich habe mich halt krass cool gefühlt. So, ne? Weil ich war ein Teenager und ich war ein bisschen kloppy auf jeden Fall. Ja, logisch. Habe ich halt krass cool gefühlt, aber ich fand es nie scheiße. Ich habe immer gedacht, so, das ist eigentlich ganz cool. Ja, so. Ja. Ist so ein bisschen so eine Experience auch. Okay, wen hast du hier? Asta oder Squiltendorf? Was sagst du? Also nach dem, was ich von ihm gegen Kinso gesehen habe, habe ich Squiltendorf tatsächlich. Aber Asta hat letztes Jahr 3 Sets gegen Kinso gewonnen. Khan noch kein einziges. Nun gut. Khan mit dem Last Second in den Loss einfach reingeoptet. Lass mich dir erzählen, was heute in Doubles passiert ist. Okay. Kinso hat gegen Basti Rock, Paper, Scissors gemacht. Ich habe ja mit Kinso geteamt. Und Basti wirft Stein raus, Kinso wirft Papier raus, aber ich habe, während Kinso das APS am Machen war, auch Papier rausgeworfen. Wir haben ihn also doppelt geschlagen. Oh Mann. Ich habe in Grants, als wir gestrikt haben, Dankeschön, Alter, ich habe jetzt schon eins von Seifenoper bekommen. Also wenn du selber kannst du zwei trinken. Ich trinke keinen Alkohol, danke. Spino trinkt nicht Alkohol. Jedenfalls, genau, machen wir so. Cheers. Gut, zum Glück hat sie dich noch gehört, das wäre traurig gewesen. Toll. Gut, dass die Kamera nicht auf uns ist. Das wäre ein sadder Moment gewesen. Danke, Seifenoper, danke, Janbo. Ey, wir haben Digga, ich sag dir, Seifenoper, absoluter Homie. Ich hasse DK, Mann. Der Typ hat mich irgendwie Eismess oder so, hat er mich geschlagen im Pools. Wir waren also im selben Pool, ja. Ja, stimmt, du doch. Mit noch ein paar anderen guten Leuten. Ja. Und ich hatte so Angst vor ihm heute, weil er wieder in meinem Pool war. Ich habe es zum Glück geschafft, aber ich habe es nicht hier mit diesem Flex geschafft. Ich musste Games gehen.
Ich schwöre, DK schlägt CF 80-20. Oh mein Gott. Damn, das war quick und das war clean. Es war nicht Reaction, es war... Das war Ramen-Nudels, hat man das auch früher genannt, Mann. True, ja, aber wir sagen das nicht mehr, weil der Typ ist jetzt ein absoluter Bastard, der das gecoint hat damals. Das wusste ich nicht. Ja, ja. Da kamen furchtbare Sachen raus im Sommer 2021. Ja, Mann. Die Side B. Und ja, Kahn weiterhin auf dem Punish. Und das Ding ist, also Asta ist halt der viertbeste Spieler in Deutschland. So, ne? Ja. Kahn ist siebter Seed und er hat halt gegen den zweiten und gegen den vierten jetzt. So, ne? Also gegen den zweiten hat er verloren, muss jetzt gegen den vierten. Und wenn Kahn das hier gewinnt, ich würde es ein Upset nennen, aber ich wäre nicht krass überrascht. Nee, ich wäre auch, genau das. Du nimmst mir die Worte quasi aus dem Mund. Also Kahn ist halt, Kahn ist schon so lange so gut. Ja. Es ist immer so, ich glaube, die Holländer, die fragen oft so nach Leuten, ne? wenn sie so irgendwelche guten Fox aus Unranked treffen, dann fragen sie immer so, ja, wer ist das, wer kann das sein? Und es ist immer Squiltendorf. True, ja, Mann. Und Kahn geht nicht mehr fürs Edgeguard, okay, alles klar. Er hat noch ein bisschen Text gespammt. Und Kahn hat, das ist ein Fun-Fact, den ich dir jetzt sagen werde und dann wirst du es nie wieder anziehen können. 2016 oder, nee, noch früher, 2014 so in dem Dreh, da hat Kahn gerade so ein halbes, dreiviertel Jahr gespielt. Ja. Da hat er gesagt, Mann, ich habe so voll Probleme, so das und das zu hitten. So. Und Mustafa meinte so, spiel Claw. Mit Claw kannst du das alles hitten. Und seitdem spielt er Claw. Und wenn du jetzt seine Aerials out of Shield siehst und Shines out of Shield und sowas, dann siehst du so, ah, okay. Es sieht aus wie ein Boxspieler, aber er spielt einfach Claw. Oh, ich sehe. Und er ist auch so richtig die Trenches runtergegangen. Er hat so wochenlang und monatelang gegen Leute verloren, gegen die er eigentlich schon nicht mehr verloren hat zu dem Zeitpunkt. Ja. Einfach um Claw zu lernen. Und er ist so krass präzise damit geworden. Es ist lächerlich. Ja, das ist das ähnliche Commitment, wie das die Leute machen, die zu Box switchen. True, nur mehr cool. Nur cooler, genau. Viel mehr weil du cool. hast die Kralle. Deswegen hast du mich vorhin vielleicht auch manchmal die Kralle schreien hören, als Kahn gespielt hat. Weil wenn er diese Instant Bear out of Shield macht, wer macht das denn außer Boxer und Kraller? Die Kralle. Ich habe mich schon gefragt, was das für ein Chant ist, Mann. Okay, da kommt das her, okay. Und das ist der Stock, noch nicht ganz. Aber ja, das ist er. Das ist er. Und das ist ein Restock in Game 1 für Kahn. Bro. Ich meine, ich kann nicht sagen, dass mich überrascht. Nach dem, was ich von ihm gegen Kinzo gesehen habe, fair. Er ist so clean. Er ist wirklich fucking clean. Und ich meine, es ist jetzt nicht relevant. Wir haben keine CFs mehr in der Bracket, aber ich als CF kann nur sagen, Konsti, wenn er im Chat ist, wird auch ein Lied von singen können. Kahn ist einfach eine andere Breed gegen Falcon. Voll. Ich werde oft von Fox geballert, wenn ich gegen gute Foxe spiele. Aber wenn ich so gegen Prof spiele, wenn ich gegen Riggs spiele, so die Better Player in mich. Die sind einfach fundamental tausendmal besser. Kahn, es war auch besser als ich, aber bei Kahn fühlt es sich anders an. Kahn ist einfach in dem Matchup insbesondere, er ist einfach so krank. Es ist einfach so, er spielt einfach das Matchup viel besser als jeder andere, den ich jemals getroffen habe. Kahn ist, glaube ich, 2016 von Falcon auf Fox geswitcht. Er war nämlich Falcon Main die meiste Zeit am Anfang. Und er ist auch von Falcon auf Fox geswitcht und es war wirklich so, dass er gesagt hat, so Falcon ist shit und deswegen kann ich ihn nicht spielen. Fox wäre besser für mich. Und seitdem hat er, glaube ich, noch nie gegen Falcon verloren. Also er steht, glaube ich, so 70-0 gegen Konsti. Und als jemand, der in den letzten Jahren 57-0 gegen Konsti steht, kann ich dir sagen, das ist kein Small Feat, so, weißt du? Habe ich eben noch mit jemandem drüber geredet. Da habe ich so gesagt, ich glaube, Squiltendorf steht gegen Konsti ungefähr so gut, wie Konsti gegen Dennis steht. Ja, voll. Ich stehe gegen Kahn so viel besser als gegen Konsti, einfach weil das Matchup irgendwie angenehmer ist. Ihr seid Scherestein-Papier von Berlin, Mann. Also nicht wirklich, Kahn besiegt mich auch, aber ich habe gegen Kahn viel mehr eine Chance als gegen Konsti, so, ja. Und ich gewinne halt ab und zu mal eins, aber ist auch schon eine Weile her, weil wir noch nicht so oft spielen, weil dann nicht mehr so viel spielen. Anyway, wir wollen jetzt mal aufhören, von unserem Ego-Trip runterzukommen. Oh mein Gott, okay. Und wollen mal gucken, was Asta hier sich gegen Kahn erlauben kann und was nicht, weil Kahn, Bro, er hat das erste Game so fucking clean gespielt, hat ihn einfach gethreestockt und es sieht jetzt schon besser aus für Asta, denn er hat schon zwei Stocks gezogen. Insgesamt also drei schon dieses Set. Ja. Und es steht Even Stevens, der ebene Stefan. Der ebene Stefan, Alter. Und wir haben natürlich über Konsti geredet, weil er hier auf der Stage durch den Hintergrund läuft. Ja. Ihr hört es nicht zum ersten Mal, wir sagen es nicht zum ersten Mal, aber wir freuen uns jedes Mal, als wäre es das erste Mal. Ja. Oh mein Gott, er ist im Shine-Stuck gewesen wegen dem Laser. Als hätte Kahn das predicted, so weißt du. Kahn ist zu ready, Mann. Bei Kahn denkst du manchmal so, no way. Und er ist dann so, naja, das ist krass. Nee, habe ich gemacht, das ist krass. Mein Lieblings-Kahn-Zitat ist übrigens, wir waren früher in Meltdown in einer Bar und haben dort unsere Weeklies gehabt. Oh shit, und der kommt mit der Bär runter? Okay.
Yes We Can Chance. Yes, we can. Jedenfalls war es in der Bar, hieß es immer, wir haben unsere Weeklies da gehabt, wir haben auch umsonst dort sein können und so. Ne? Da hieß es immer, aber trinkt was, kauft was zu trinken. So. Und da war ein Berliner Melee-Spieler, ich werde seinen Namen nicht nennen, der hat immer beim Klo aus dem Waschbecken getrunken. Und wir haben dann explizit gesagt, Leute, macht es nicht, bitte kauft mir dieses einen Drink. So, ne? Ja. Und dieser Spieler wurde dann wieder erwischt, wie er Wasser aus dem Hahn trinkt. Und Khan steht neben ihm und sagt so, Digga, das sollen wir nicht machen. Also ja, ich weiß, aber ich kann mir jetzt keinen Drink kaufen. Also, Digga, frag doch mich, ich bin doch reich. Und Khan ist nicht reich, aber er fand es so lustig, das zu sagen, so, weißt du. Frag doch mich, ich bin doch reich, das ist doch kein Problem. Ist aber... Oh mein Gott! Bro, Yes We Can. Was für ein Punish. Er hat 3 Reads in einer Combo machen müssen und er hat jeden einzelnen bekommen. Bro, okay. Die Mütze ist aus bei Asta. Ja, jetzt ist die Mütze aus. Jetzt wird der Kopf richtig gekühlt. Ja, Mann. Damn. Das Ding ist, Asta hat ein sehr, sehr solides Game gespielt. Die waren on par. Asta hat sogar den Lead gehabt zwischendurch. Und Khan hat wirklich... Und das ist das Ding bei Melee, ne? Du darfst dich einfach nicht discouragen lassen, wenn du ein Competitor bist und da sitzt. Und jemand dich einfach ein Stock lang... Er hat ihn 3-mal outplayed. Und zwar, er hatte das Opening. Asta hätte auf viele verschiedene Arten rauskommen können. Ja. Und Khan hat jedes Mal den richtigen Read. Lass dich nicht discouragen. Asta hat im Prinzip 3 50-50s verloren. Ja. So, weißt du? Und manchmal ist es so, Dicker. Manchmal wirfst du 3-mal die Münze und sagst, hä, ich hab doch aber mindestens einmal Kopf sagen wollen. So. Ja. Asta hat eine relativ starke Mentalität, finde ich. Ja. Vor allem über das letzte Jahr. Ich finde nicht, dass es hier auch nur ansatzweise vorbei ist. Asta ist niemand, der crumbelt, wenn er hinten liegt. Und jetzt hat er den Knilz-Tag drin für seine Freundin, Shoutouts an Edna. Das Lieblings-Pokémon ist Knilz. Ja. Und mit dem Tag erinnert er sich daran, dass er nicht ohne Grund hier ist, sondern weil er was reißen will. Digga, wie fucking Anime wäre es, wenn er jetzt fucking den Knilz-Tag reinmacht und gewinnt. Oh, das wäre so 30. sick. Und im Moment sieht es gar nicht schlecht für ihn aus. Ja. Oh, und das ist die Bär und das ist der Stock. Randall ist nicht da. Ah, jetzt, oder? Ja, solange Randall nicht da sind, der ist noch 6 Sekunden entfernt. Ja. Im Hintergrund die Berlin bleibt hart gegen die Stuttgart Chance. Ja, Mann. Und es ist nicht das erste Mal, dass Berlin bleibt hart gegen Stuttgart Chance heute sind. Aber Khan war das letzte Mal in der Game 5 Situation und hat sich dann ein bisschen überrumpeln lassen. Okay, so hier sieht er sehr komfortabel auf dem 2-0 aus. Okay. Und jetzt, ich muss mir halt sagen, ne, wir haben gesagt, es würde uns jetzt nicht überraschen, wenn Khan gewinnt, aber wir würden es schon ein Upset nennen. In dieser Deutlichkeit, wenn er jetzt 3-0 würde, Bro, also, das ist a whole nother level. Ja. Also ich finde auch, es hätte mich nicht überrascht, wenn Khan gewinnt, aber wenn Khan ganz deutlich 3-0 gewinnt, das wäre eine Überraschung. Er wusste Randall. Oh mein Gott. Er ist so bereit. Das ist nicht zu fassen. Und jetzt mit Prenzelberg-Prozent rausgeflogen, weil er kommt aus Lichtenrade. Klar, kein Prenzelberger hier. Da hilft einem 104 wirklich nie. Und Khan hat gegen Kinso, haben wir gesehen, das werden wir vielleicht gegen Irfan dann auch noch sehen. Wir sehen ja danach Winners Final und dann Khan gegen Irfan, wahrscheinlich, wenn er hier gewinnt. Ja. Die Shines Out of Shield, die Khan gegen Kinso so viel geholfen haben, werden gegen Irfan auch wieder ein großer Faktor sein. Im Fox Ditto ist es gar nicht so super gut. Und das ist es doch, holy shit. Okay, damn. Khan 3 Stocks zu einem vorne. Asta muss jetzt wirklich alles in die Waagschale legen. Er muss jetzt wirklich auch für ein paar wilde Sachen gehen, um hier noch gewinnen zu können. So ein dumme Backthrow-Shine wäre vielleicht genau das richtige. F-Throw-Shine, aber... Und er kriegt die Bären nicht ganz, ganz knapp verfehlt, muss man auch mal fairerweise sagen. Aber ja, Khan, es scheint für Asta nicht zu funktionieren, für Khan alles. Und Crouch-Cancel geht für den Grab. Oh, Randall hat die Wolke. Randall hat ihn da. Und er geht wieder für den Crouch-Cancel-Grab. Okay, wir haben Skultendorf, One More Stock Chance. Und das ist die Abwehr, aber es reicht noch nicht ganz. Die nächste Abwehr würde es wahrscheinlich machen auf der Ich will mehr Games sehen. Komm schon, Asta. Mehr Games von diesem Melee, Mann. Aber ey, Asta sitzt auf 98, ne? Ja. Er muss clean as fuck spielen. Das ist auch noch Yoshis. Ja, Mann. Ich traue ihm zu. Da ist der Stock. Ja. Ein Backthrow-Shine, Mann. Asta macht das nicht. Asta ist kein Backthrow-Shine. Vielleicht ein Stuttgart-Killer, ein schön. Er hat schon einen F-Throw probiert vorhin. Also okay, ja. Er muss dafür gehen. Aber Khan war ready. Wenn er dafür gehen muss, weiß Khan, er muss dafür gehen, weißt du? Also Khan ist immer noch einen Schritt voraus. Er ist einfach auch ein Veteran. Und das ist es. Khan holt sich 3-0. Das Upset gegen den viertbesten Spieler in Deutschland. 3-0
Not even fucking close. Ist Asta schon gerankt in Europa oder ist der Blurb heute erst rausgekommen? Der Blurb kommt wahrscheinlich heute raus. Er ist, glaube ich, Top 20, ja? Ja, ist safe Top 20. Dang. Und Khan, unranked Berlin-Player schlägt Top 20 Europa, Mann. Und das Ding ist, niemand, der jemals gegen Khan gespielt hat, wird überrascht sein. Es ist einfach. Der Typ ist bonker crazy, Junge. Shoutout nochmal an Berlin Melee. Twitch.tv/Berlin Melee, twitter.com/Berlin Melee. Wir machen das hier alles möglich mit der Kraft von der Power of Friendship von Berlin Melee. Ja, Shoutouts an alle, die mitgearbeitet haben.